Hallo und herzlich willkommen hier zum Adventskalender. Wir öffnen heute das achte Türchen und schauen gemeinsam hier in dieses Federhäppchen rein. Was hat die Schere mit Advent zu tun? Die Aufgabe einer Schere ist es, Dinge auseinanderzuschneiden. Man hat zum Beispiel ein ganzes Stück Papier und schneidet mit der Schere da rein und hat danach zwei Teile. Ziemlich praktisch, findet ihr nicht? Aber wenn man die Schere auf den Advent mit hinnimmt und mit in unser Leben hineinnimmt, heißt Dinge auseinanderschneiden vielleicht etwas, was normalerweise ganz war. Unsere Gesellschaft zum Beispiel sollte eigentlich ein Ganzes sein. Gerade ist es aber ein bisschen schwierig. Ich sag mal, sie ist nicht nur zweigeteilt, sondern in mehreren Stücken zerteilt. Und die Frage ist, wie kann man da aufeinander zugehen? Viele verschiedene Meinungen kursieren, viele verschiedene Vorstellungen. Und ich finde es wichtig, vor allem in der Adventszeit aufeinander zuzugehen. Zu gucken, wie kann ich für den anderen da sein und wie kann ich vielleicht auch diese Meinung stehen lassen. Wie kommen wir näher aufeinander zu und besinnen auf das, was wirklich wichtig ist? Füreinander da sein und uns besinnen darauf, was relevant ist im Leben. Der Zusammenhalt. Füreinander da zu sein und sich gegenseitig zu stärken. Und so kann vielleicht aus einer entzweiten Gesellschaft eine Gesellschaft werden, die vielleicht nicht ganz perfekt ist, aber trotzdem ein schönes, gutes und zusammenhaltendes Bild ergibt.